Hallo, heute haben wir den Nebensatz mit weil. Der Nebensatz mit weil. Zuerst, wie bilden wir einen Nebensatz mit weil? Zum Beispiel, Leila hat Kopfschmerzen, weil sie zu viel arbeitet. Wir haben zwei Sätze. Leila hat Kopfschmerzen, das ist ein Hauptsatz. Weil sie zu viel arbeitet, das ist ein Nebensatz. Im Hauptsatz kommt das Verb Nummer 2, Verb Position 2. Aber im Nebensatz kommt das Verb am Ende konjugiert. Das Verb steht am Ende konjugiert. Verb arbeiten konjugiert mit sie arbeitet. Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz steht ein Komma. Zusammenfassung. Nummer 1. Weil steht immer am Beginn eines Nebensatzes. Nummer 2. Weil gibt uns einen Grund an. Nummer 3. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Nummer 4. Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz steht immer ein Komma. Nummer 5. Ein Nebensatz, der mit weil beginnt, antwortet auf die Frage warum. Warum bedeutet auf Englisch why. Und jetzt Beispiele. Nummer 1. Tina geht zu Monika, weil sie heute allein zu Hause ist. Wir haben zwei Sätze. Tina geht zu Monika, das ist ein Hauptsatz. Weil sie heute allein zu Hause ist, das ist ein Nebensatz. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Verb sein, konjugiert mit sie, ist. Nummer 2. Claudia kann heute nicht kommen, weil sie keine Zeit hat. Wir haben zwei Sätze. Claudia kann heute nicht kommen, das ist ein Hauptsatz. Weil sie keine Zeit hat, das ist ein Nebensatz. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Verb haben, konjugiert mit sie, hat. Nummer 3. Warum nimmst du Tabletten? Ich nehme Tabletten, weil ich krank bin. Wir haben zwei Sätze. Ich nehme Tabletten, das ist ein Hauptsatz. Weil ich krank bin, das ist ein Nebensatz. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Verb sein, konjugiert mit ich, bin. Nummer 4. Kai und Klaus essen viel Obst, weil Obst gesund ist. Wir haben zwei Sätze. Kai und Klaus essen viel Obst, das ist ein Hauptsatz. Weil Obst gesund ist, das ist ein Nebensatz. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Der Artikel von Obst ist das. Ein Wort mit Artikel das, es, und Verb sein, konjugiert mit es, ist. Nummer 5. Warum geht Markus zum Augenarzt? Markus geht zum Augenarzt, weil er nicht gut sehen kann. Wir haben zwei Sätze. Markus geht zum Augenarzt, das ist ein Hauptsatz. Weil er nicht gut sehen kann, das ist ein Nebensatz. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Verb können, konjugiert mit er, kann. Vielen Dank.